Ich sollte echt aufhören, zum Ende einer Yesterchips-Folge anzukündigen, was in der nächsten Folge kommen wird, denn ich halte mich ja eh nicht dran. Bei meinen ganzen Aktionen mit den Commodore-PCs und auch mit anderen alten IBM-kompatiblen, sowie dem IBM 5150 selbst, bin ich oftmals über das Thema Datentransfer gefallen. Wie kann man mit relativ geringem Aufwand und überschaubaren Kosten Daten von und zum alten PC schaufeln, ohne dabei als Diskjockey wahnsinnig werden zu müssen oder rahmdösig zu werden beim Versuch, die alten Kröten ins heimische Netzwerk einzubinden. Eine der vielen Möglichkeiten, welche meiner Meinung nach damals recht populär, weil weit verbreitet war, schauen wir uns in dieser kurzen Yesterchips-Folge mal an. Viel Spaß mit Interlink. So, das Objekt, alter IBM-PC Modell 5150, also der Urvater aller PCs, mit einer alten MFM-Festplatte, 5¼ Zoll Diskettenlaufwerk mit maximal 360 KB Speichervermögen. Zu dieser Kiste muss ich auch mal eine eigene Folge machen, unbedingt. Die Aufgabe? Komplettsicherung der Daten von der altersschwachen Festplatte auf ein moderneres Medium. Nur wie? Wenn es eine IDEAT oder SCSI-Festplatte wäre, dann hätten wir noch gute Karten. Denn SCSI-Controller kriegt man heute noch. Vielleicht mit PCI-Bus nicht mehr ganz so modern, aber es geht noch. IDEAT-Platten sind sowieso kein Problem. Für die gibt es diese recht kostengünstigen USB-Adapter. Aber was tun mit MFM? Man könnte sich einen Rechner suchen, der ISA-Slots hat und die Platte samt Controller dort einbauen. Ja, wäre denkbar. Aber die alte Hardware unnötig durch die Gegend schaukeln ist riskant und es steht auch nicht geschrieben, dass der ganze Spaß überhaupt funktionieren würde. Also greifen wir in die MS-DOS-Trickkiste. Ab der Version 6 des MS-DOS-Betriebssystems gibt es die beiden Dateien namens interlnk.exe und intersvr.exe, also Interlink und InterServer. Die Programme sind sehr genügsam. Interlink braucht mindestens MS-DOS Version 2.11 und InterServer mindestens Version 3. Diese Programme kriegt man also entweder von einer MS-DOS-Installation oder man zieht sie sich aus dem Netz. Findet man schon. Die Suche dauert gewiss nicht allzu lange. Wenn wir diese beiden Kameraden haben, haben wir alles, was wir an Software brauchen. Von der Größe her sind sie recht kompakt, würden also schmerzfrei auch auf eine 360 KB Diskette passen. Der Transfer zwischen den beiden PCs findet entweder über ein Nullmodemkabel oder ein Parallelkabel statt. Tja, und alleine diese Ansage zeigt leider schon das Problem, welches bei Interlink auf uns wartet. Der neuere von beiden PCs darf nicht zu neu sein, denn moderne PCs haben weder einen parallelen noch einen seriellen Anschluss. Eventuelle USB-Adapter könnt ihr übrigens erstmal ganz vergessen, es sei denn, ihr seid in der Lage, USB-Gerätschaften unter MS-DOS lauffähig zu kriegen. Lange Rede, kurzer Sinn, mein neuerer Rechner hier ist ein 486 DX4, welcher via Ethernet ins heimische Netzwerk eingebunden ist und auf welchem Windows 95 läuft. Serielle und parallele Schnittstelle sind vorhanden. Was das Betriebssystem des neueren Rechners angeht, so kann Interlink noch von allen Windows-Versionen bis Windows 98 benutzt werden. Wichtig ist in jedem Falle, dass das Dateisystem FAT zum Einsatz kommt und nicht etwa NTFS. Mit diesem klappt der Spaß nämlich nicht. Gesetzt den äußerst ungewöhnlichen Fall, dass Sie einen Rechner mit Betriebssystem neuer Windows 98 und trotzdem noch als Dateisystem FAT statt NTFS verwendet, so könnt ihr euch hierfür ein bootbares Medium erstellen.
entweder die klassische Boot-Diskette oder einen bootbaren USB-Stick und da eben die beiden Dateien intersvr.exe und interlnk.exe draufpacken, aber darauf gehen wir jetzt mal nicht näher ein. Zu den Kabeln. Das Nullmodem-Kabel sollte ein voll beschaltetes Nullmodem-Kabel sein, also mit 7 belegten Pins auf jeder Seite. Das parallele Kabel muss ein Nullprinter-Kabel oder auch Laplink bzw. Laplink oder wie auch immer man das Ding nennt, sein. Diese Kabel waren früher recht verbreitet, wenn es um den Datenaustausch zwischen zwei PCs ging. Auch die sogenannte PC-Direktverbindung, welche mit Windows 95 eingeführt wurde, funktioniert mit einem solchen Kabel. Jedoch ist die PC-Direktverbindung leider nicht kompatibel zu Interlink. Das hat mit unserem Vorhaben aber jetzt erstmal nichts zu tun. Ein Laplink-Kabel kriegt ihr eigentlich noch recht problemlos. Oder ihr schwingt eben selbst das Löteisen, wobei hier natürlich eine ordentliche Portion an Genauigkeit gefragt ist. Das Prinzip von Interlink ist simpel. Auf dem Client-Rechner, also der Maschine, welche auf die Ressourcen des anderen PCs zugreifen will, wird Interlink speicherresident als Treiber geladen. Auf dem Server-PC wird das Programm Inter-Server gestartet. Wenn alles klappt, wird die Verbindung automatisch erkannt und die Laufwerksbuchstaben und Schnittstellen des Server-PCs werden, unter anderer Bezeichnung, dem Client-PC zur Verfügung gestellt. Also Laufwerk C des Server-PCs ist auf dem Client-PC etwa als Laufwerk H erreichbar, beispielsweise jetzt mal nur. Fangen wir mal an. Ich favorisiere ganz klar die Datenübertragung mit dem Parallelkabel, weil hier die Übertragungsgeschwindigkeit schneller ist als mit dem Nullmodemkabel. Wobei natürlich auch hier kein Geschwindigkeitsrausch im heutigen Maßstab zu erwarten ist. Parallel habe ich 40 Kilobyte pro Sekunde gemessen und seriell eben nur 11 Kilobyte pro Sekunde. Beides nicht unbedingt so die Oberklasse. Das müsst ihr nun aber nicht unbedingt als Referenzwerte auffassen. Einen Vorteil hat jedoch das serielle Kabel gegenüber dem parallelen. Dieser zeigt sich dann, wenn sich die Frage stellt, wie man die Inter-Server-Datei auf den Serverrechner, also den älteren der beiden, draufkriegen will. Entweder man macht das per Diskette, was voraussetzt, dass der netzgehende PC ein entsprechendes Diskettenlaufwerk hat, oder man bedient sich des Nullmodem-Kabels und einer speziellen Funktion von Inter-Server. Zu diesem Zweck verbinden wir nun erstmal die beiden Rechner mittels einer Nullmodem-Verbindung miteinander. Selbstredend nur im ausgeschalteten Zustand. Am IBM PC 5150 habe ich nur eine serielle Schnittstelle, das ist also COM1. Der Windows 95 486er hat zwei serielle Schnittstellen, wobei an COM1, ganz klassisch, eine Maus angeschlossen ist. Bleibt also nur noch COM2 für die Nullmodem-Verbindung. Werfen wir nach der Verkabelung die beiden Rechner wieder an. Den Win95-Rechner starte ich nur mit der Eingabeaufforderung, denn die aufwendige GUI brauchen wir zum jetzigen Zeitpunkt absolut nicht. Nicht wundern übrigens, ich habe absichtlich MS-DOS ein wenig eingefärbt. Bei der klassischen Hellgrau auf Schwarz-Schriftdarstellung hat meine Kamera einfach immer massivste Probleme mit dem Autofokus. Mit ein bisschen Farb geht's schon besser. Klopfen wir jetzt auf dem Win95-Rechner den Befehl intersvr.exe/rcopy ein. Nun müssen wir angeben, welche COM-Schnittstelle auf dem Server, also in unserem Fall auf dem 5150, verwendet werden soll. COM1 wäre das ja dann. Nun erscheint entsprechend eine Anleitung, welche Befehle wir auf dem Server eingeben müssen. Mode COM1:2400,N,8,1,P. Da erblasst jeder C64 bei dieser Befehlsfolge. Damit konfigurieren wir nun unsere serielle Schnittstelle auf 2400 Baud.
quittieren das Ganze mit Return. Und nun kommt der Befehl, bei dem ich immer sage, Titi, why not? Ja, okay, gut. Den Humor muss man nicht verstehen. CTTY.COM1. Wenn alles geklappt hat, erkennt nun Interserver auf dem neueren PC eine Verbindung an COM2 und transferiert die Dateien Interlink-Exe und Interserver-Exe auf den älteren PC. Und das sind die beiden Brüder ja schon. Interserver-Exe hätte übrigens gereicht auf dem 5150, aber wir wollen jetzt mal nicht so undankbar sein. Auf dem neueren Rechner müssen wir nun die Config-Sys editieren. Hier fügen wir die Zeile device gleich c:\dos\interlnk.exe/auto hinzu. Wobei der Pfad c:\dos der Standardpfad für diese Datei ist. Wenn die Datei bei euch woanders liegt, müsst ihr natürlich diesen entsprechenden Pfad hier eintragen. Das /auto gibt an, dass Interlink nur dann speicherresident geladen wird, wenn auch eine Verbindung erkannt wurde. Das hat Vor- und Nachteile. Wenn ihr Arbeitsspeicher unter MS-DOS freihalten wollt, dann ist dieser Auto-Switch für euch genau passend. Allerdings kann man die Verbindung dann nicht refreshen, indem man interlnk.exe an der Eingabeaufforderung eingibt, sondern muss den Rechner jedes Mal neu starten. Wenn ihr bereits jetzt wisst, welche Verbindungsart, also parallel oder seriell, ihr künftig verwenden wollt und welche Ports, dann könnt ihr diese hier direkt eingeben, etwa /lpt:\1. Gebt ihr nichts an, so scannt Interlink beim Starten immer alle verfügbaren Anschlüsse auf eine Verbindungsmöglichkeit. Dies kann durchaus auch schon mal zu Problemen führen, wenn ihr andere Gerätschaften an euren Ports angeschlossen habt. Config-Sys abspeichern und raus aus dem Editor. Damit die Änderungen wirksam werden, müssen wir den Rechner einmal neu starten. Währenddessen starten wir auf dem 5150 das Programm Interserver. Hier sehen wir aktuell nun nur eine Auflistung der in diesem Rechner vorhandenen Laufwerke und Anschlüsse. Der Win95-PC lädt jetzt Interlink aus der Config-Sys, erkennt die Verbindung an COM2 und auf dem 5150 erscheinen nun die Laufwerksbuchstaben, unter denen die Laufwerke des 5150 auf dem Win95-PC zu erreichen sind. Solange wie Interserver läuft, können wir mit dem 5150 jetzt erstmal gar nichts mehr anderes anfangen, Singletasking eben, er ist sozusagen blockiert. Jo, und im Prinzip war's das jetzt schon. Wir sind auf dem Win95-Rechner und wechseln nach Laufwerk H, welches Laufwerk C auf dem 5150 entspricht. Da haben wir den Inhalt, funktioniert also schon einmal, klasse. Jetzt können wir Dateien hin und her kopieren, Dateien editieren und auch Programme aufrufen, eben beinahe alles machen, was man mit einem lokalen Laufwerk eben auch machen könnte. Auf dem 5150 habe ich eine Version von Pac-Man liegen. Eines der wenigen Spiele, welches mit den sehr bescheidenen 256 KB RAM des 5150 überhaupt zurechtkommt. Ich starte es jetzt mal über die Verbindung vom Win95-PC aus. Ja, läuft. Super, ne? Auch stehen uns jetzt die Anschlüsse des 5150 auf dem Win95-Rechner zur Verfügung. Wenn hier ein Drucker angeschlossen wäre, könnten wir nun ein Dokument über die Verbindung zum Drucker am 5150 senden. Wenn wir uns noch etwas mehr Bedienkomfort wünschen, starten wir Windows 95 und diesmal richtig. Im Windows Explorer tauchen jetzt die Laufwerke vom 5150 auf. Da der Win95-Rechner in meinem Netzwerk ist,
kann ich nun wunderbar Dateien und Verzeichnisse hin und her schaufeln und meine eingangs gestellte Aufgabe der vollständigen Datensicherung umfangreichst erfüllen. Ein weiterer Vorteil: Mal angenommen, mein Win95-Rechner hätte kein 5,25 Zoll Floppy-Laufwerk. Nun, der 5150 hat gleich zwei davon. Über die Verbindung können wir nun diese Laufwerke so nutzen, als wären sie im Win95-Rechner eingebaut. Und das war's auch schon wieder im Großen und Ganzen. Zwei Links möchte ich euch im Zusammenhang mit Interlink noch mit auf den Weg geben. Da findet ihr noch weitere Informationen dazu und die Links an sich, die stelle ich auch unten in die Videobeschreibung nochmal rein. Ich finde Interlink eine wunderbar einfache Art der Datenübertragung, auch wenn sie nur uralte mit alten Rechnern verbinden kann. Wenn jemand allerdings eine Möglichkeit kennt, einen direkten, kostengünstigen und leicht einzurechnenden Datentransfer zwischen einem IBM 5150 PC und einem Windows 10 Laptop herzustellen, ja, dann immer mal her damit. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.